Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dune Spice Wars. Schaut mal, der Atreiden-Ornithopter fliegt hier über unsere Stadt hinweg. Nicht gut, die wissen, wo wir sind. Wir wissen das noch nicht so richtig. Hier ist zwar irgendeine Stadt, das ist aber ganz offensichtlich nicht die Hauptstadt. Nicht so wichtig. Wir haben unseren Ornithopter jetzt zunächst einmal in diese Richtung geschickt, denn hier gab es Überfälle auf Ottwal. Das ist für die Zukunft natürlich zu vermeiden und deswegen müssen wir gucken, was da so alles im Busch liegt, wie man so schön sagt. Dann haben wir die Landsratkonzilabstimmung. Lasst uns unsere Stimmen einsetzen. Ich bin immer noch nicht sicher, warum wir nur 80 Stimmen haben und die aber 100. Da stimmt doch was nicht. Es liegt immer noch am niedrigen Ansehen. Gut, also, wir haben da ja einen Agenten platziert. Ich muss gleich mal schauen, ob man da irgendwas tun kann, um das wieder zu verbessern. Schauen wir an. Kontrollierte Märkte ist der erste Vorschlag. Die gewählte Fraktion erhält Bonus auf Choam. Also Spice, Choam, Spice Wechselkurs. Ja, hier steht noch Choam. Es ist ja eigentlich Mafia in der deutschen Übersetzung. Ist aber nicht schlimm. 30% Bonus auf Spice Wechselkurs hört sich schon mal nicht schlecht an. Die gewählte dann Unterstützung im Landsrat. Die gewählte Fraktion erhält 3 Landsrat-Guards. Die erscheinen neben der Hauptbasis und werden während der Dauer der Resolution dort bleiben. Nicht schlecht. Das könnte so ein bisschen unseren gerade stark vorherrschenden Einheitenmangel abfangen. Und dann haben wir noch kaiserliche Aufklärung. Die gewählte Fraktion erleidet Chance auf Gefangennahme des Agenten bei Entdeckung des Einsatzes plus 100%. Oh mein Gott. So, pass auf. Das hier finde ich sehr wichtig. Ich habe jetzt zwar keine Informationen über diese Einheiten, aber 3 Einheiten sind 3 Einheiten. Deswegen werde ich hier alles reinsetzen, was wir an Stimmen haben. Und ich bin bereit, wir haben ja auch noch Einfluss, sogar noch ein bisschen draufzulegen. Und alles andere lassen wir mal so. Und werden wir wahrscheinlich dann nichts von bekommen und wahrscheinlich werden wir hier dann auch noch ausgewählt werden. Müssen wir mal schauen. Wir werden das jetzt, wir werden das so abgeben. Okay. Nächster Punkt. Eine Handelsanfrage von den Fremen. So, die möchten uns Solari geben für wieder mal Plastahl und Einfluss. Diesmal bin ich gewillt, das anzunehmen, denn ich sag's mal so, wir haben gerade schon wieder wenig Geld. Kosten unsere Armeen auch noch gerade ziemlich viel Unterhalt. Wahnsinn. Wir machen das. Wir machen das, weil Plastahl generieren wir sehr schnell. Ist aber für alle Gebäude auch wichtig. Die wir aber ohne Geld eh nicht kaufen können, also machen wir das. So. Kaiserliche Steuer ist bezahlt. Wie viel ist die nächste? 228. Wir erwarten im Moment nur 116 zu haben. Moment, warum haben wir plus 0? Ach ja. Wir müssen unseren Carrier, der jetzt Gott sei Dank nachproduziert wurde, auch wieder zum Einsatz bringen. Sonst wird das hier nämlich nichts. 228, da müssen wir auf jeden Fall... Wir müssen diese Stadt einnehmen, koste es, was es wolle. Vielleicht warten wir noch kurz die Resolution ab. Die endet ja in 2 Tagen. Ich muss gestehen, ich bin wahnsinnig schlecht in diesem Spiel. Aber es ist ja auch mein erster Versuch. Und vielleicht nicht die richtigen Fokus, nicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Entwicklungsforschung. So, vielleicht hätten wir hier oben nochmal so ein bisschen was tun müssen.
ja, Studien des einheimischen Dialekts, die Kosten für die Annektierung eines Dorfes sind hier reduziert. Das ist definitiv auch nicht so schlecht. Im Übrigen ist seit dem Patch, seit dem Release auch hier das Fenster vernünftig. Deswegen gut, dass das schon mal passiert ist. Also ich nehme das mal. Studien des einheimischen Dialekts. Was war das nächste? Die Abstimmung noch einen Tag, dann wissen wir Bescheid. Und wir haben einen Agenten. So, und ich habe ja gesagt, dass ich den nächsten Agenten für Gegenspionage einsetzen möchte. Aber ich glaube, wir müssen was anderes tun. Bin nur nicht sicher, was. Was ist das hier zum Beispiel? Sondereinrichten. Gewährt einen Überblick über die Region und klärt ihre relevanten Orte auf. Macht zusätzliche Produktionen von Dörfern sichtbar. Kostet 50 Intel. Wir haben ja schon einiges. Wir könnten das also mal machen. Sonst haben wir hier Reserven vergiften. Erhöht den Vorratentzug und verhindert die Gesundheitsregeneration der Armee der Gegner. Ausrüstungssabotage. Das braucht auch noch irgendwas anderes hier. Ich bin nicht sicher, was das gerade ist. Mehr können wir im Moment wirklich gar nicht tun. Wir haben das auf jeden Fall scheinbar. Ja, sonst könnten wir es nicht auswählen. Das hier ist wieder was, was uns fehlt. Was machen wir? Also Missionen so richtig Sinn macht für mich jetzt hier gerade nichts. Ich bin noch unklar, im Unklaren darüber, was hier passiert. So, hier können wir Infiltrationsstufen gegen den Landrat freischalten. Das ist mir schon klar. So, wir sind bei Stufe 1 und hier ist der Zuwachs. Das ist also... Ist noch nicht viel passiert, um es mal klar zu sagen. Ich würde sagen, dass wir darum unseren neuen Agenten hier mal zur Unterstützung einsetzen. Ja, die bringen ja auch alle eigene Fähigkeiten mit. Was war hier nochmal? Globale Produktion von Einfluss wird pro Infiltrationsstufe um 1 erhöht. Okay. Und hier wird die globale Produktion von Solari pro Infiltrationsstufe um 1 erhöht. Einen dritten Agenten können wir erst einsetzen, wenn wir das diplomatische Manöver erforscht haben. Ah, ich sehe aber gerade, wir haben immerhin schon Stufe 1, das ist schon 1 mehr, weil man fängt bei 0 an. Und wir haben hier bei den Atreiden auch schon Stufe 1 und wir sehen deswegen hier auch, was da bei den Ressourcen los ist bei denen. Ja, die haben richtig viel Geld, die haben auch richtig viel Plastahl. Beim Wasser sind wir überraschenderweise mal auf gleich, also auf Augenhöhe. Ansonsten sieht es nicht so gut aus. Hier über die Schmuggler wissen wir nichts, über die Fremen wissen wir auch nichts. Wir wissen ein bisschen, aber hier wissen wir wesentlich mehr. Und wir kennen hier auch Agenten. Tufi Hawat kennt ja jeder. Und Lady Jessica, die Frau von Leto Atreides. Aber gut, also. Wir lassen das laufen. Und so, haben wir die Einheiten bekommen? Haben wir sie bekommen? Aus Atreides hat sich's gesichert. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie das hier genau gelaufen ist. Also wir haben 90 Stimmen eingesetzt. Eigentlich haben wir mehr eingesetzt. Ich hatte doch 80 und noch... Vielleicht hatte ich wirklich nur 90 gemacht? Nein. Doch, hatte ich. Ja, und dann waren noch einige der Unabhängigen auch für uns und haben da noch 28 Stimmen reingesetzt. Aber Haus Atreides ist da mit Zahlen unterwegs, die wirklich unter ferner Liefen sind. Und ja... Schlecht, weil wieder alles, was gut ist, für die Atreides ist.
Oh nein, wir bekommen immerhin... Wir haben das hier bekommen. Wechselkurs, Spice, 30% extra. 2,8, oh mein Gott. Wir wären schon schön blöd, wenn wir das nicht ein bisschen nutzen, um mal wieder flüssig zu werden, was Geld angeht. Ja, kaiserliche Aufklärung. Und das wirkt auf uns. Da sehen wir also die guten und die schlechten Dinge, die auf uns vom Rat wirken. So, wir haben die Soldaten nicht bekommen. Das ist natürlich sehr schade, aber wir nehmen jetzt diese hier und erobern Bir al-Kelon. Bir al-Kelon. Da sind zwei Milizen drin. Ich hoffe, dass unsere beiden Truppen da genügen. Moment mal. Ich habe vergessen, die Kanonier mitzuziehen. Jetzt muss ich sie nochmal zusammenziehen, damit sie auch gleichzeitig ankommen. Ziehen wir sie erst hier rüber. Ah, okay. Ah, ja, das ist auch mal gut zu wissen. Also, die Ruinen, die wir hier haben, fangen wir doch mal vielleicht mit denen hier an. Weil die haben wir, glaube ich, als erstes entdeckt, ne? Nee, stimmt gar nicht. Die natürlich, weil das ist ja... Nee, diese hier, stimmt schon. So, was haben wir hier? Studiere die hiesigen Sitten. Da müssen wir Agenten für einsetzen, für die Arrakis-Infiltration. Das haben wir gemacht. Da sind schon Agenten drin, beziehungsweise ein Agent ist drin. Und wir könnten das jetzt auswählen. Und die Belohnung wäre, beschleunigt den Fortschritt einer willkürlich verfügbaren Entwicklung um 2 Tage. Die Dauer ist 8 Tage für diese Mission. Das ist nicht schlecht. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, die Ruinen niederzureißen und dann... Da bräuchten wir militärische Einheiten für. Das dauert dann 3 Tage und dann kriegen wir Hegemonie. Steht leider nicht, wie viel. Bei Hegemonie haben wir aber auch schon gesehen, bilden wir auch das Schlusslicht. Aber sowas von. Wir machen mal Folgendes. Wir haben ja gerade wieder ein bisschen Geld. Wir bilden jetzt mal noch eine Soldateneinheit aus. Die werden wir hierher schicken. What's our next step? You will have it. Und dann schauen wir uns mal die Ruine hier an, weil da war auch interessant, finde ich. Nämlich die Möglichkeit. Hier müssen wir nämlich nur einen Ornithopter dahin schicken für die Untersuchung. Und dann holen wir die Materialien daraus. Und das ist dann Plastahl. Dauert 1 Tag. Oder wir untersuchen diese Spuren. Da müssen wir auch wieder den Agenten 8 Tage für beschäftigen. Und das erhöht dann unsere Siege-Erkennung. Wir wissen ja, die Fremen, die leben in den Sieges. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. So, jetzt kommen gleich die Einheiten hier raus. Das sind 2 Fernkampfeinheiten. Und die richten ganz schönen Schaden an hier. Die Einheit muss hier runter, Wurmzeichen. Ja, wir haben das Ding. Wurm ist weg. Hier sind wir 30%. Und die Soldateneinheit geht jetzt hier hin. Und wenn wir diese Stadt haben, kommt hier auf jeden Fall eine Raffinerie hin, damit wir mehr Spice bekommen. Spice ist halt eben echt alles. Hoffe, dass wir uns das jetzt leisten können.
Sieht gut aus. Wo ist er? Da. So, läuft das hier? Ja, das läuft. 10, 11, 12%, wunderbar. Ach, der Ornithopter ist untätig. Das ist immer blöd. Das muss ich ein bisschen drauf achten hier. Nicht aktiv. Dann muss der was zu tun bekommen. Haben wir noch eine Ruine, die wir vielleicht mit einem Ornithopter machen können? Ja, hier würden wir Gold bekommen. Dann machen wir das hier auch. Moment, was ist die Alternative? Fortschrittsbeschleunigung, Technologie. Nee. Wir nehmen den Ornithopter und holen uns hier die Materialien. Was haben wir da denn noch? Niederreißen. Okay, dann schicken wir gleich die Einheit da hinterher, die hier oben steht. Politisches Fehlverhalten, was? Okay, ein Mitglied... Oh Gott. Ein Mitglied deines Hauses hat während der letzten Sitzung des Landratskonzils einen nicht wiedergutzumachenden Fauxpas begangen, wenn es nur etwas Wichtigeres gäbe, über das alle diesen Vorfall vergessen könnten. Folgen der Inaktivität: 50 Ansehen im Landsrat verlieren. Dann wären wir runter auf 80. Nee, wir haben. Wie viele Votes haben wir? 80. Dann wären wir runter auf 30 Votes. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Auf 30 Stimmen. So, wir können Verwirrung stiften. Da müssen wir Intel für einsetzen. Dann bleibt das Ereignis ohne weitere Folgen. Oder wir bauen zwei Staatskunstgebäude. Das kann ich mir nicht leisten. Dann müssen wir das hier machen. Das ist natürlich schade, weil wir dann einen Teil unserer Aufklärung aufgeben. Aber den Stimmenverlust von 50 können wir uns definitiv nicht leisten. So, wir haben noch 14 Tage Zeit. Wir werden das hier schaffen, bin ich überzeugt von. Was waren jetzt diese Meldungen? Ach, hier. So, das sind die nächsten Resolutionen, über die wir abstimmen können. Weniger Solari-Instandhaltung, Geschwindigkeit für den Abschluss von Entwicklung bei Militärerhöhung und Infiltrationsstufen aller Fraktionen um 2 reduziert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann nur hoffen, dass das nicht kommt. Entwicklungsforschung. Eine neue Entwicklung kann erforscht werden. So, hiesige Knotenpunkte, Wasserverkäufer, Kontakte. Ah, Wasserextraktoren. Und weniger Wasserkosten. Das ist gut. Das würde ich machen. Wir sind nämlich schon wieder runter auf 14. Das machen wir. So, was haben wir noch? Relevanter Ort untersucht. Das ist also abgeschlossen. Müssen wir abschließen. 236. Naja, immerhin. Und dann gehen wir jetzt hier hin und machen das da auch mit dem Einreißen. Die Einheiten sind alle wieder gesund und fit. Und da ist unser Ornithopter, den wir zum Einsatz fliegen. Und dann haben wir jetzt auch keine Probleme mehr mit Spice. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal auf 70-30. Um nochmal richtig schön Geld zu verdienen. Solange nämlich das hier noch aktiv ist. Ach, das müssen wir auch noch abschließen. 336 Solari, ja wunderbar. So. Dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier noch entdeckt? Ne, da war nichts mehr. Das machen wir auch gerade. Da haben wir alles. Ich glaube hier, das haben sich die Atreiden jetzt geholt. Aber wir können ja hier nochmal hinfliegen. Oder vielleicht hier, das ist ja auch direkt nebenan. Raubzug erkannt. Oh nein, schon wieder 3 Einheiten. Die eine Einheit kann ich da nicht einzeln hinschicken. Die hätte sofort verloren. Aber wenn die anderen Einheiten... Oh Gott, das ist auch wieder super weit. Machen wir es so. Jetzt habe ich die Einheit... Oh nein, ich wollte diese hier haben. Ach, wir sind nicht in Reichweite eines Flugplatzes. Ah, sehr ärgerlich. Jetzt muss ich aufpassen, dass die Einheit nicht gleich unter Feindbeschuss gerät.
Sollten wir vielleicht noch was bauen? Und die Stadt wird gerade befreit. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit. Ich würde noch auf die Rekrutierung sogar warten. So, was haben wir hier? Belagertes Dorf. Die Abstimmung ist da. Also da sind wir dagegen. Das würde ich unterstützen. Und das würde ich auch unterstützen. Ach, das würden bestimmt alle unterstützen. Deswegen. Das ist ja positiv. Wer könnte was dagegen haben? Gegnerische Hegemonie-Schwelle erreicht. Oh, was bedeutet das? Oh, Hegemonie-Boni, wo kommt das denn her? So. Die Schmuggler haben 5000. Ah, verstehe. Verstehe. Die kriegen jetzt diesen Bonus noch dazu. Da sind wir noch von entfernt hier von unserem 5K-Bonus. Aber die freuen sich bestimmt. Ja, das heißt aber auch, dass wir jetzt mit denen noch Schmuggelware auch handeln können, oder? Sollen wir mal mit denen reden? How can I help? Agenten gibt's hier übrigens auch. Naja, wir können hier noch gewisse Abkommen schließen. 15% Produktion von Solari. Autorität minus 1 für 2 Monate. Und Forschungs... Ah, wir können nur einen Abkommen, okay. Komm, wir machen das mal. Gucken, ob sie das wollen. Einheit ist da. Wir greifen an. Hat er angenommen. Gut, dann haben wir jetzt ein Handelsabkommen. Das haben wir schon gemacht. Und jetzt geht's hier zur Sache. Ja. Die Einheit aus dem Gefecht einfach so rausziehen ist nicht so ohne weiteres möglich. Was bieten uns die Fremen an? Nochmal Geld. Wieder für Einfluss. Im Moment brauchen wir nicht mehr so viel Geld, deswegen lehne ich das ab. Und wir gehen jetzt auch mal wieder auf mehr Spice. Denn bald ist die Steuer fällig und die nächste kommt bestimmt und wir sind dann, wir haben da nicht so viel über. So, Pause raus. Oh, wir haben es geschafft schon, okay. Ja, eine Einheit verloren. Es ist besser ausgegangen, als ich befürchtet habe. Was ist knapp? Was ist knapp? Das kostet ja auch alles wieder Instandhaltung, ne? Und nicht wenig. Das hier gilt für diese und die benachbarte Zone. Also hier.
Ich würde sagen, das machen wir mal. Moment, wenn wir das da bauen, gilt es für die auch noch. Dann sollten wir das lieber hier bauen. Ein Wartungszentrum, das die Instandhaltungskosten und die Solarikosten bei Gebäuden um 30% verringert. So, was war? Relevanter Ort untersucht. Gut, dann können wir uns hier, ne? Können wir uns hier die Siege-Erkennung erhöhen? Und wir haben einen Siege entdeckt. Na, guckt mal an. Also, mit einem Siege können wir Handel treiben, um die Beziehung mit ihm zu verbessern. Wenn sich ein Siege in deinem Hoheitsgebiet befindet und du die maximale Beziehungsstufe erreichst, kannst du mit Hilfe eines Agenten ein Bündnis mit ihm eingehen und seine passive Fähigkeit freischalten. So, Siege Marasek. Da ist ordentlich Miliz drin. 10 Wasser gegen 10 Planstahlproduktion. Ich bekomme 10 Wasser, ne? Oder muss ich... Nein, ich habe Wasser abgegeben. Sandwurm, oh, 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 oh. Ab in die Luft, ab in die Luft. Rückruf. So, wo ist eigentlich unser Ornithopter? Der wartet schon wieder blöd rum. Hier können wir die Ruinen niederreißen. Wir untersuchen hier weiter. Aber auch noch nicht das ganze Gebiet untersucht. Wieso stand er denn still? Das ist ja komisch. Der hat ja gar nicht alles untersucht. So, jetzt müssen wir noch eine Einheit wieder rüberschicken. Das hier fertig bringen. So, das Wartungszentrum ist fertig. Jetzt. Und ich... Ich hoffe, es hat sich gut ausgewirkt. Wir haben die Steuern übrigens bezahlt. Die nächste Bezahlung ist 333. Das sollte machbar sein. Und den Ernter müssen wir wieder einsetzen. Das war das Siege, der Ernter. Und Atreides hat ebenfalls die nächste Schwelle erhalten. Okay. Ja, die kriegen alle hier schön Vorteile und wir stinken richtig ab irgendwie. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich nicht so gut bin, aber ich kann es nur nochmal sagen, es ist die erste Partie. Und vielleicht muss man einfach ein bisschen Erfahrung sammeln erstmal. Wo sind denn eigentlich unsere Einheiten? 1, 2, 3, 4, ja, passt. Relevanter Ort untersucht. Das gibt Hegemoniepunkte. Dann kommt ihr wieder hierher. So, wir haben jetzt einmal mit denen gehandelt. Ach, das ist aktiv. Ah, wir geben... Ah, okay, verstehe. Das ist dauerhaft. Ich kann das wieder deaktivieren. Hier seht ihr. Siege-Handel, minus 10. Wenn ich es ausschalte... Das mache ich auch. Dann haben wir unser Wasser wieder. Und wir könnten hier einen Agenten hinsetzen. Aber erst mit Beziehungsstufe 100. Und die Beziehung ist im Moment minus 6. Oh, schau, boah, hier ist ein Sandsturm unterwegs. Sandstürme reduzieren die Produktion in Dörfern in der Nähe. Sie zerstören militärische Einheiten. Ornithopter und Harvester. Kontrollierte Dörfer können militärische Einheiten beherbergen. Der beste Weg, einen Sandsturm zu überleben, ist allerdings eine Flucht. Okay. Wir haben... Ah, der Ornithopter ist hier, aber der ist
glaube ich, da nicht in Gefahr. Ich würde ihn mal da lassen. Und wir forschen. Das hier. Wir müssen auch in dem Zweig mal ein bisschen vorwärts kommen. Und ich würde meine Agenten gerne neu einsetzen. Und zwar würde ich die von hier wegnehmen. Und hier einsetzen. Hier gibt es nämlich Arbeitskraft und hier gibt es Solari. Und Arbeitskraft ist sicherlich gut. Dann können wir nämlich unsere Ernte mal verbessern. Wir haben ja hier die Fabrik. Und wie war das nochmal? Sandwurm. Ab in die Luft. So, und wir müssen den Ernter auswählen. Crewmitglied. 50 kostet das. Wir machen das jetzt. Wir haben hier 0 Crew drin. Jetzt haben wir eine Crew drin. Und jetzt ist die Produktion von 20 auf 25 gestiegen. Das ist doch nett. Das machen wir definitiv auch auf der anderen Seite. So. Wurmzeichen ist weg. Dann kann der auch wieder eingesetzt werden. War das hier nochmal? Seltene Elemente, genau. Ermöglicht den Bau einer Verarbeitungsanlage. Jetzt haben wir hier schon 2 gebaut. Wir können aber für 100 Plastahl noch einen weiteren Bauplatz hinzufügen. Das mache ich jetzt mal. Und wir bauen so eine Verarbeitungsanlage. Die produziert Solari. Cool. So, der macht schon wieder nichts. Dann geh weiter und erkunde vielleicht noch den Rest von hier. So, Moment, hier kriegen wir Spice und es dauert nur einen Tag. Dann machen wir erst das. Ach, guckt mal, was ich gefunden habe. Automatische Aufklärung. So, einschalten. Bau in deiner Basis möglich. Oh, wir haben genug Ressourcen, um den Bau eines neuen Gebäudes in deiner Hauptbasis zu beginnen. Ja, wie cool ist das denn? Ich wusste nicht, dass das überhaupt geht. Ah ja. Bezirk. Okay, also dieser Bezirk hat 3 Plätze, dieser Bezirk hat 2 Plätze. Hier ist ein Bezirk mit 1 Platz, hier ist noch einer mit 3 und noch einer mit 1 Platz. So. Wenn du alle Plätze eines Bezirks mit nur einem Gebäudetyp füllst, erhältst du einen Bonus, der von der Größe des Bezirks abhängt. Okay, was gibt es denn hier überhaupt zu bauen? Zum Beispiel für Wirtschaft ein Forschungszentrum. Das sieht gut aus. Für Militär ein Rekrutierungszentrum. Ja, das ist vielleicht wirklich nicht schlecht, gerade für uns. Und bei Botschaft gibt es mehr Einfluss. Leute, ich baue das Rekrutierungszentrum. Stopp, 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 stopp. Ja, wir kriegen zurück, was wir eingesetzt haben. Ich möchte das Rekrutierungszentrum gerne als Einzelgebäude haben. Dann kriegen wir ja theoretisch schon einen Bonus, weil der Bezirk damit voll ist. Es ist zwar ein kleiner Bezirk, aber ich baue mit Sicherheit nicht 2 hiervon. Denke ich zumindest im Moment, aber kann sich ja auch noch anders herausstellen. So, wir lassen die Zeit weiterlaufen. Und ich sehe schon, wir haben schon wieder 34 Minuten aufgenommen. Ja, Leute, ihr seht schon, das Spiel ist wirklich interessant. Es macht Spaß und ich könnte mir hier tatsächlich sogar auch noch ein Let's Play vorstellen. Aber im Moment laufen ja Projekte, das wäre dann für die Zukunft höchstens was. Wir haben die neuen Abstimmungen, da gucke ich jetzt aber nicht mehr rein. Ich mach hier Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir haben mal 55 Spice bekommen und unser Ornithopter macht jetzt automatische Aufklärung. So soll es sein. Danke fürs Zuschauen. Das ist Dune Spice Wars, erhältlich auf Steam.
Schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Ich finde, es ist anders als die alten RTS-Titel. Das ist aber auch gut. Und ja, mir gefällt's. Ganz klar. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.